Hi, liebe Leute, jetzt seht ihr gerade erstmal mein Fahrrad und eine Wippe. Das wollte ich euch mal zeigen. Das kennt ihr vielleicht aus dem Bikepark. Wir sind hier gerade in einem kleinen Übungsbikepark für Kids. Ja, und ihr habt gesehen, Wippen natürlich gehören so zu dem Bereich North Shore. Sorry, hier neben ist leider eine Straße, deswegen ein bisschen Autosound. Ich habe die kleine Kamera dabei und ja, ich wollte euch einfach mal mitnehmen. Oh, Achtung, einmal hier rum. Weil hier vorne, das hat ein bisschen gewackelt, seht ihr ein North Shore Skinny. Und ich wollte euch ein paar Tipps geben, wie ihr North Shore Skinnies, ich verlinke euch mal das Video, was ich dazu mal in Willingen gemacht habe. Da habt ihr natürlich noch deutlich mehr North Shores. Aber dieses Thema mit den schmalen Balken, mit den mentalen Aspekten dafür und mit der Fahrtechnik, gebe ich euch ein paar Tipps. Und habe jetzt ein paar Szenen abgefilmt und ich denke mal, ihr seid inspiriert. Und vielleicht kriegt ihr richtig Bock auf die schmalen Bretter. Bitte nicht allzu hoch, weil das Risiko besteht natürlich immer, dass man runterfallen könnte. Und wenn die Dinger 2-3 Meter in der Luft sind, dann ist natürlich das Risiko und das Belohnungsgefühl, wenn man es geschafft hat, das ist als, ja. Man kann im Alltag immer und überall das Balancieren auf schmalen Streifen trainieren. So findet man überall Linien, entweder weiße Linien oder an ganz niedrigen Bordsteinkanten. Bei höheren Bordsteinkanten ist schon ein bisschen mehr Kopfsache, das kann man schon langsam steigern. Ja, und dann weiß man ja, wo man die bestimmten Skinnies hat, vielleicht in einem Übungsparcours oder ja, in einem Bikepark. Oder man kann selber sich Bretter in den Garten legen und auf diesen Brettern das Gleiche dann anwenden. Und ja, man kann da natürlich Schritt für Schritt vorangehen. Und ein ganz wichtiger Tipp ist, wenn man sich das Ganze in der entspannten Haltung dann weiter trainiert, ist der Pedal-Kick. Man kann dann langsamer werden und immer die vordere Kurbel kurz anheben und dann so reinkicken. Das kann man auch erstmal ohne ein Brett üben und dann muss der richtige Gang sitzen, also einfach der Ebene. Man kann schnelle kleine Kicks machen oder man macht größere Kicks, also mittlerer Gang meistens, da müsst ihr ein bisschen mit experimentieren. Ja, und dieses Kicken hilft einmal total, wenn man auf so schmalen Dingern fährt, dass man dann nicht mehr pedalieren muss, dass man schön ausbalanciert auf den Pedalen steht und dann dabei auch die Geschwindigkeit erhöhen kann, zum Beispiel wenn man ein bisschen balanciert und sich dann wieder fängt und dann weiter mit den Pedal-Kicks nach vorne kommt. Das Ganze ist auch super, wenn man zum Beispiel Skinnies oder North Shorts leicht bergauf hat, dann macht man eher so kleine Kicks und man hat halt auch mal den Vorteil, dass man nicht mit der Kurbel irgendwo aufkommen kann, weil man ja nicht ganz rumtritt, sondern immer nur diese Kicks macht. Also die Pedal-Kicks würde ich nicht nur fürs North Shore fahren, auf jeden Fall ganz wichtig mit dem Programm haben. Und es macht wirklich auch total Spaß, die anzuwenden. Das könnt ihr zum Beispiel auch in Rillen machen, in so Erosionsrillen auf dem Trail. Also, da sollte man auf jeden Fall dranbleiben, das üben, weil Balance ist natürlich ein Thema, das hört nie auf. Und immer schön in Bewegung bleiben seitlich, das Rad unter sich bewegen. Das ist halt wichtig, dass man nicht einfriert zur einen Seite, sondern man sieht ja an meinen Knien und meinem Arm, Bein, alles ist immer Bewegung, in so natürlichen Ausgleichbewegungen. Ja, und so eine Wippe ist natürlich auch spannend. Die findet man in manchen Bikeparks noch, leider selten, wo man drauf fährt und dann das Brett so runterdrücken kann mit dem Gewicht des Bikes und einem selber. Ja, und das ist auch ganz viel Kopfsache, deswegen erstmal kleine Wippen nehmen. Aber es macht echt total Spaß, weil ja, dieses Gefühl, dann mit der Balance, mit kleinen Pedal-Kicks und dann das, die Wippe runterdrücken, das macht einfach super viel Spaß. Also das kann ich empfehlen. Man kann auch jemanden daneben stellen, wenn man sich erstmal unsicher fühlt. Also wenn man es noch nie gemacht hat, kann man auch mal zu Fuß das ablaufen, mal gucken, wie die Wippe reagiert. Einmal über den Skinny fahren. Ja, cool, dass euch das Video interessiert hat. Und es kommen noch mehr Videos. Wir sehen uns. Schaut mal rein bei VeloTotal, den YouTube-Kanal, wo es mehr um Bikes-Tests gibt, neue Produkte und alles, was mit Fahrradfahren zu tun hat. Und BikenTV kommt bald wieder mehr. Und danke fürs Zuschauen. Bis dann.